Im Jahr 230 nach Christus haben die Römer den Weinbau in Neuburg etabliert. Lange gab es eine richtige Weintradition, bis die Konkurrenz 1780 zu stark wurde. Der Weinbau in Neuburg kam zum Erliegen. Seit 1991 versucht der Winzer Josef Tremmel, die Neuburger Weintradition wiederzubeleben. Mittlerweile weiß er, worauf es als Winzer ankommt. Wichtig ist, dass der Winzer mit seinem Rebstock und seinem Weinberg das ganze Jahr in Kommunikation ist. In Abhängigkeit von den Außenanflüssen wie Wetter, Sonne und Regen oder irgendwelche sonstigen Inwilteinflüsse muss er ständig mit dem Rebstock in Kontakt bleiben, dass man sich abstimmt, wie man auf diese Einflüsse reagiert und den Rebstock über das Vegetationsjahr zu bewirtschaften. 7 Rebsorten wachsen auf Josef Tremmels Weinbergen in den Neuburger Stadtteilen Bittenbrunn und Ried. Bis er die Trauben im September ernten kann, ist es noch ein langer Weg. Im Mai steht jetzt die sogenannte Triebkorrektur an. Es sollen die Triebe am Rebstock bleiben, die im Vegetationsjahr die Haupttriebe mit den Trauben sind. Im Mai kommt aber auch ein Hindernis auf den Winzer und seine Weinberge zu, die Eisheiligen. Also wenn uns wie jedes Jahr die Eisheiligen treffen, dann hat man natürlich die Möglichkeit, ungeschoren davon zu kommen. Wenn es aber nicht so kommt, dann gibt es natürlich die Nebelkerzen, sind Paraffinkerzen, die man dann anzündet im Weinberg, die dann also Rauch und Feuer bilden und dann 6 Stunden brennen und über die Hauptfrostzeit von in der Früh 4 Uhr bis 8 Uhr den Weinberg für 1 bis 2 Grad erwärmen. Josef Tremmel hatte, seit er Winzer in Neuburg ist, immer Glück mit dem Klima und nie Frühjahrsfrost. Pro Jahr füllt der Winzer ca. 600 Flaschen ab. Der fertige Wein ist ein gemischter Satz aus allen 7 Rebsorten.